Hallo und willkommen zu Fallout 4 Vault-Tec Workshop Edition. Und ja, wir haben neue Siedler. Lass uns handeln. Okay. Und wie immer, die brauchen eigentlich ja keine Waffen, also wir entwaffnen die einfach. Ich erinnere mich, was das letzte Mal passiert ist, als ich Leuten einfach so Sachen gegeben habe. Ist nicht gut gelaufen. Aber ja, wir haben ja jetzt diese 500 Pip-Boys, naja, 10. Ich meine, bam, so, Problem erledigt. Und Vaultbewohner, okay. Das müssen wir jetzt mit jedem Einzelnen hier Hallo. machen. Ich bin neu hier. Gibt es irgendwas, was ich für dich tun soll? Nein. Jetzt gerade nicht. Danke. Okay, lass es mich einfach wissen. Ich will nur ein bisschen handeln. Sicher. Und das Geld. Und dann geben wir das Zeug. Das Teil, das man immer auf einen machen will. Wieso soll ich da 10 geben? Wieso soll man die mal Pip-Boys geben? Die benutzen die ja wahrscheinlich sowieso nicht. Aber ja, heute habe ich vor, eine Art Experimentraum zu machen. Das Ding sollst du eigentlich ausrüsten, das weißt du. Okay, gut, dann behalt den einfach. Kümmert sich irgendwer um das Essen von euch oder gut, Ja, ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Vielleicht ist der hier ein bisschen schlauer. Vielleicht einfach daran, weil ich alle Sachen von denen klaue. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Immer noch diese Meyerlurk-Panzer, die ich mit mir rumschleppe. Weißt du was, ja, die kannst du haben. Ich brauche die sowieso nicht. Ich brauche das Geld nicht. Ich bin nicht einer von diesen geldgeilen Typen. Zumindest nicht im Moment. Ja, ihr habt irgendwas gegen diese Dinger, nicht wahr? Lass uns ein paar Sachen tauschen. Klar doch. Ja, war klar, was auch immer. So, gucken wir mal zuerst, ob der den Pip-Boy anzieht. Vielleicht mache ich irgendwas falsch, aber ich glaube nicht. So, ich gebe den jetzt ein. Nein, der will den einfach nicht haben. Gut, ich packe ihn jetzt ins Inventar, für den Fall, dass du deine Meinung änderst. Bam. So, jetzt bist du bereit. Bereit für die Zukunft. Aber ja, zum heutigen Thema. Wir bauen erstmal noch das Atrium zu Ende. Zumindest den Boden. Ich habe nicht vor, das ganze Atrium hier zu bauen. Das wäre dämlich. Aber ja, danach machen wir uns an eine Vault dran. Wir werden einen Vault in einer Vault bauen. Vault Chapton. Oder sowas. Irgendwie so. Aber ja, eigentlich brauchen wir das Atrium gar nicht. Aber da wir schon angefangen haben und ich keine Lust habe, das Ganze nochmal wegzubauen, ja, werden wir das wohl erstmal lassen. Wir werden die eine Vault ganz hinten bauen. Irgendwo, wo sie keine Ahnung, ich weiß, der eine Experiment Vault. Ich habe mir schon ein paar gute Ideen überlegt. Das ist einer dieser Dialoge aus Fallout Shelter, von denen ich gehört habe. Wieso funktioniert das Rotieren hier nicht? Das Rotieren will nicht. Es will nicht rotieren. Okay, weiter geht's nicht. Für den Rest müssen wir das machen. Ich finde es toll, wie einfach so. Warte. Bam. Und der Strom ist weg, obwohl noch alle Kabel dran sind. Ich nehme an, das ist gut genug. Aber ja, da wir hier diesen Platz haben, den wir sowieso in erster Linie nicht benutzen werden. Am besten ungefähr hier so, vor diesem Tunnel. Durch den ich auch nicht vorhabe durchzugehen. Aber ja, wie baut man eine Vault? Erstmal brauchen wir eine vernünftige Vault-Tür. Wo findet man eine Vault? Das ist doch erstmal die richtige Frage hier, nicht wahr? Es zählt ja eigentlich nicht zum Innenbereich, oder? Das, ja, habe ich gedacht. Türen. Es gibt Türen. Oder. Warte, wieso ist das Fenster. Also ja, es gibt. Ich weiß nicht mehr, noch glaube ich so ungefähr. Ich wusste nicht, dass es Türen gibt.
Kann man die irgendwo anbringen? Anscheinend nicht. Aber wir brauchen eine richtige Vault für, wenn es eine gibt. Da bin ich mir nicht so sicher. Mich ficken? Achso. Ja, das sind die ganz normalen Vault-Sachen. Sollte ich mich melden, wenn ich es finde. Hm, das ist eine gute Idee. Ja, ich glaube, ich mache das so. Okay, ich habe die Vault-Tür gefunden. Sie ist bei den normalen Türen. Weil wer wäre darauf gekommen, dass das eine Vault-Tür ist, die bei Vault wäre? Das hätte ich nicht gedacht. Das sieht falsch rum aus. Ich weiß nicht, wie rum es richtig ist. So wollen wir anfangen. Ich nehme an, wir fangen hier an mit der Vault-Tür. Ich meine, da das so gesehen ein Ort für jeden ist, wir bauen es dann halt ein bisschen nach hinten. Können wir es irgendwo da dran klippen lassen oder? Ah, egal, wir bauen es einfach nach hier. Und werden unseren hübschen kleinen Wasservorrat ein bisschen leiser machen. Wir werden den einfach ein bisschen nach hinten verschieben. No. Achso, wegen dem. Nett, dass das noch nicht weg ist. Okay, gut, dann kommst du. Wieso kann ich die nicht hier hinpacken? Das ist absolut kein Unterschied. Kann ich die Bahn hier eigentlich auch wegpacken? Ja. Yep. Und dann kann ich den hier auch irgendwo hinpacken. Oh ja, jetzt wo die Bahn weg ist, geht's auf einmal. Aber ja, packen wir den ungefähr hier hin. Ich glaube, ich habe schon mal so eine Vault-Tür gesehen. Ich glaube, das ist so eine Fallout Edition 2 Vault-Tür, die nicht nach außen öffnet aus irgendeinem Grund. Aber ich habe noch nie wirklich gesehen. Und die Animation würde wahrscheinlich immer noch dieselbe sein. Aber ja, fangen wir mal mit Dings an, mit dem Innenleben. So, ja, das zählt zum Innenbereich, richtig? Klippt dann das Teil irgendetwas. Okay, alles klippt an das Teil dran. Das ist gut zu wissen. Dann fangen wir mit den großen Korridoren an, finde ich. Was wäre drei Wege? Das ist so ein Korridor oder was? Gibt es auch noch einen anderen drei Wege? Kann ich den vielleicht richtig rumdrehen? Ja, so, damit können wir arbeiten. Braucht das Teil Strom? Okay, nein, das Teil braucht keinen Strom. Es ist eine magische Vault-Tür. Okay, ich nehme an, das macht Sinn. Okay, lassen wir dir wohl erstmal offen. Das ist also scheint eine magische Vault-Tür. Okay, dann hören wir es mal mit dem. Obwohl, gibt es vielleicht einen schließenden. Was wäre ein Abschluss? Achso, ein Abschluss wäre das. Verstehe. Macht Sinn. Wie packt man. Okay, so, es ist der Abschluss hier. Das ist nämlich nur der Eingangsbereich, damit es so ein bisschen besser aussieht. Wo kann man Türen eigentlich dran bauen? Ich habe es immer noch nicht begriffen. Aber ja, dann packen wir hier direkt gleich mal einen Sicherheitsschalter hin. Ja, genau den. Und dann ist das so gesehen der Ort, wo er drin sein sollte, der nicht da hinten arbeitet. Wird vielleicht ein bisschen klein erstmal, bis ich herausfinde, wie man vernünftige Walls baut. Aber ja. So, das sind die Räume. Aber wir müssen erstmal einen Innenbereich machen, richtig? Ein Innenbereich, der in verschiedene Teile führt. Wieso sollte man eigentlich so einen großen Korridor so bauen? Weil man hat ja so einen breiten Korridor und dann so einen breiten Korridorabschluss. Die Frage, die ich jetzt aber habe, ist doch eigentlich. Achso, das ist einfach so ein Eingang. Und durch den Eingang kommt man dann überall anders hin. Und dieser Eingang besitzt keine Tür. Kann man hier vielleicht eine dieser Vault-Türen anbringen? Also, so dieser Türen.
Achso, man bringt die also dann daran an. Okay, gut zu wissen. Wir lernen gerade, wie man Vault baut. Wieso ist dieses Licht da? Das könnte problematisch werden. So, jetzt brauchen wir einen Innenbereich. Achso, es gibt sogar diese Übergänge. Stimmt, ja. Dann brauchen wir erstmal Räume hier. Dann brauchen wir hier gewöhnlichen Raum. Kann ich hier überhaupt was hinbauen? Weil dieser breite Korridor war, glaube ich... Obwohl, wenn ich das jetzt... Wenn ich das noch ein Stückchen nach vorne alles packen kann, dann... Okay, kann ich nicht. Dann packen wir es... Packen wir es anders denn. Packen wir es so an. Bam. Dann ist er nämlich ein bisschen weiter nach... Na, zufällige Kiste einfach so, ha? Huh? Sowas muss ich dann zuerst hier wegpacken. Den breiten Korridor. Nein, den breiten Korridor hier. Der muss noch ein Stück weg. Ich würde gern wissen, wo ich ihn abstelle. So, jetzt haben wir hier den Drei-Wege-Korridor. Den Korridorabschluss, der hier dran geht. Dieser Sicherheitsschalter ist extrem behindernd, anscheinend. So. Und dran. Nochmal so, ich werde versuchen, am Samstag einen Livestream zu machen, wo wir hier ein wenig dann gut, die Tour kommt auch nicht mit, daran arbeiten, diese Vault richtig zu machen. Ich hatte nur bisher nicht die Zeit dafür. Und ich war nicht wach genug. Aber ja, dann brauchen wir jetzt mal einen gewöhnlichen Raum, richtig? Oder nein, das ist dann ja, wir brauchen dann ja eigentlich einen, der in mehrere Sachen sich verändert. Also brauchen wir dafür Innenbereich. Und hier brauchen wir einen Innenbereich, der vier Wege hat, genau. Wie rum? Du bist nicht so... jetzt weiß ich, wo das Problem ist. Okay, ich glaube, wir müssen die Tür erstmal... Ich glaube, wir packen die erstmal weg und bringen die Türen später an, sobald wir mit dem Rest fertig sind. Viel besser. Jetzt sollten wir lieber was machen können. So waren wir auch ja im Bereich. Und jetzt der vier Wege. Wie bringt man die vier Wege hier an? Kann man diese vier Wege hier dran anbringen? Ist das eine Möglichkeit? Muss jetzt an einen Innenbereich drankommen? Muss erstmal ein normaler... Ja, das wäre doch ein Korridor zum Eingang. So, jetzt haben wir es. Jetzt können wir, glaube ich, auch den vier Wege-Typen da anbringen. Du hast gerade geklippt. Tu nicht so. Clip. Mit den ganzen DLCs, die rausgebracht haben, mit den ganzen drei, hätten die vielleicht mal was davon fixen sollen. So. Wenn ich so überlege, vielleicht wären drei Wege doch besser. Was wären die drei Wege? Obwohl, das wäre dann ein T. Kann man daraus ein T machen? Ja, man kann daraus ein T machen. Also, tschüss vier Wege, hallo drei Wege. Okay, so. Jetzt können wir erstmal ein hübsches Korridorfenster hinpacken. Und, naja, hier glaube ich keinen mehr. Ich glaube, wir brauchen nur einen. Und dann können wir mit dem ersten Raum anfangen. Und der erste Raum ist, wo würde man als erstes durchwollen? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich nehme an, die Sicherheit wäre schlau. Die Sicherheit muss aber auch nicht besonders groß sein. Gibt es hier irgendwelche... Ach, es gibt hier Mittelstücke. Und ja, wie wir herausgefunden haben, hierbei. Ich glaube, ich werde den ganzen Aufseherraum gleich ein bisschen wegpacken. So ein bisschen in die neue Vault mit rein integrieren. Und das hier kann bleiben. Dieses noch im Bau, okay? Wenn du noch einmal ein falsches Wort sagst, hast du bald keinen Kopf mehr. Aber ja. Ich glaube auch, dieses Atrium war keine gute Idee. Das muss irgendwie da bleiben.
weil die ganzen Sachen, die hier sind, ihr könnt so mit reinkommen. Weil die ganzen Sachen, die hier sind, waren kurzzeitig eigentlich nur gedacht, weil ich nicht wusste, was wir machen sollten. Und dieser Ausgleichsschreibtisch, der mir immer noch auf die Nerven ging. Aber jetzt haben wir hier genug Platz, um hier Sachen zu bauen, weil ich glaube, das ist deutlich mehr Platz als vorher. Und mein Gott, mir fällt gerade auf, wie dunkel es hier ist. Dass man, dass sie den Raum hier nicht ein bisschen größer gemacht haben, so den Raum zu den Seiten hin, und das Klippen immer noch nicht gefixt haben. Jetzt mal ehrlich, wie soll ich hier irgendwas anbringen, wenn es nicht klippt? Ah, scheiße, wir fangen mit der anderen Seite an. Wenn der nicht will, dann will der nicht. Aber wenigstens will vielleicht hier etwas. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Option haben. Wand mit Eingang. So vielleicht. Nein. Kann ich einen Atriumboden hier ranpacken? Bam. So. Und dafür brauche ich aber extra Wände. Ich habe enorme Probleme mit diesem einen Stück, das nicht ran will. Funktioniert irgendwas anderes vielleicht? Fangen wir an mit dem, was wir eigentlich bauen wollten. Nicht wirklich, aber egal. Quartiere. Passt Quartiere hier dran? Nein, 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 es will einfach nicht klippen, nein. Das heißt, ich pack's einfach. Du willst nicht klippen, aber du willst da reingehen. Ich meine wortwörtlich, wenn wir das jetzt noch ein bisschen nach rechts schieben. Bam, es ist perfekt drinne. Es ist perfekt drin, es gibt keinen Unterschied jetzt, abgesehen von der Farbe. Und dass es vielleicht ein bisschen schief ist. Ja, jetzt können wir hier aber noch ein zweites Mittelstück dran packen, falls wir es nochmal finden. Bam. So, die Quartiere, die sind mit Betten. Und da wir den ganzen Platz haben, machen wir bis hier und machen den 3 weit. Ich weiß nicht, wie die einfach so in alles reinklippen. Ich meine, ich werde das Artium sowieso wegbauen zu einem bestimmten Punkt, weil es einfach nur nervig ist, aber... Warte, kommt hier überhaupt noch einer hin, weil sonst müssen wir das direkt zu Wänden machen. Ja, ist überdacht. Genauso wie gedacht. Geplant. Ja, hier wäre eine Ecke. Ja doch, dann müssen wir das Ganze hier gegen Dings austauschen. Das wäre dann ja... Ja, es wäre so ein Eckeingang. Oh ja, ja du willst, ne? Du willst. Ja, ich meine, ich nehme an, es ist ab dem Punkt egal. Da wir hier jetzt einfach eine Wand dran packen können. Ja, so, jetzt haben wir schön. Sehr schön sogar. Niemand wird herausfinden, dass das nicht richtig gebaut ist. Es sei denn, die gucken von draußen. Ich sollte mich vielleicht um dieses Loch hier kümmern. Ich hätte vielleicht daran denken, dass man mehr als eine Ecke braucht. Das wäre vielleicht gut zu wissen. Hätte vielleicht an Ecken denken sollen. Das ist die falsche Ecke. Das ist ein Eckeingang. Das ist auch ein Eckeingang. Ah, die gute alte Ecke. Und die gute alte Ecke ist falsch. Ich hätte dich gern so. Gut, dass die Ecke kooperiert. Okay, gut, da ist sie. Das muss dann aber auch weg. Das ist eine extreme Arbeit. Ich habe noch nie so viel... Obwohl, das ist eine Lüge.
Hätte ich jetzt gesagt, ich hab's noch nie so lange nachgedacht. Ja, doch, das habe ich. Das war das letzte Mal bei den Dima-Rätseln. Das war das schwerste Rätsel, das ich jemals gemacht habe. Wenn das ein Bosskampf wäre, dann wäre es der schwerste. Ah, und hier muss dann ein Eingang hin. Wand mit Eingang. Und da wir hier diesen tollen Eckeingang haben, der so aussieht wie ein Fenster, weil wir, ich würde sagen, wir kommen beinahe eine Tür, aber ja, der hier will jetzt keine Tür mehr haben. Dafür kriegt er aber eine. Aber ja, der hier will keine Tür haben. Das heißt, ich muss einfach hier so eine Tür haben. Eine Tür, die einfach so ins Nichts führt. Und da eine. Daran hätten wir es halt vorher denken sollen. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie es hier funktioniert. Aber ja, was baut man noch so? Genau, Betten. Sollte es in der Vault nicht eigentlich Betten geben? Echt, für denjenigen, der an dieses Bett will und hier, falls hier jemand steht, kann der jederzeit durch diese Tür durchkommen. Egal, packen wir sie ganz an die Wand dran. Ne? Das ist eine Vault, hier muss alles schön aussehen. Schade, dass sie nicht mit extra Kissen gekommen sind. Ich nehme an, ich packe ein Bett so hin. Man kann noch vorbei. Ich hätte da, man könnte uns die Tür nehmen, aber das wäre eine Lüge. Ihr muss übrigens auch immer daran denken, wie rum diese Betten richtig sind. Es ist das Schwerste an diesem Job, okay? Okay? Wie viel haben wir? 14. Na, das müssen wir alle erreichen. Ja, dieses ganze Atrium. Ja, ich glaube, das war ein großer Fehler. Es war ein großer Fehler. Ach ja, das war das alte Atrium. Da waren noch die ganzen... Oh, mir fällt gerade auf, stimmt ja, die ganze Wand war von uns. Die ganzen Wände. Ja, ich nehme an, das war's dann mit der Folge. Wir werden am Samstag vielleicht, vertraut mir nicht dabei. Ich will keine Versprechen machen. Dann sehen wir uns vielleicht am Samstag. Welcher ist eigentlich heute? Heute ist Donnerstag, richtig? Ja, heute ist Donnerstag. Ich bin nicht so gut mit meinen Zahlen, okay? Okay? Okay, gut. Dann sehen wir uns vielleicht am Samstag mit einem vielleicht Livestream. Ich werde diese Folge erst beenden, sobald ich alle Atriumböden hier weggepackt habe. Mir fällt gerade auf, wie viel Platz dieses alles hier eingenommen hat. Vor allen Dingen, das absolut total unnötig ist. Nee, mein Ernst. Wir sind schon über 10 Minuten. Aber egal. War hier eine Tür drin? Ja. Also, hier lebe ich jetzt. Hier lebe ich jetzt bis Samstag. Das ist keine Tür. Ich muss in einen geschlossenen Raum. Aufs. Welche Drogen hast du genommen? Hab ich dir Drogen gegeben? Können wir ein paar Sachen tauschen? Sicher. Und das ist dein Pippo immer noch nicht? Ja, ich glaube, diese Kraut ist mit Drogen. Okay, gut, das war's. Na, wer jemand das richtig kann. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.